erste Teil, der Technikteil, den Defender, den habe ich gebaut, habe ich auch mal einen Film gedreht. Wenn ihr jetzt meint, ich bin Fachmann, bin ich nicht. Da müsst ihr auf YouTube gucken, das, was ich mir selber angucke. Ne? Brick Story oder Held der Steine oder Klemmbau, Lyrik oder sowas. Das gucke ich mir auch an. Die haben richtig Ahnung, erklären hier alles in den Steinen. Ich bin Anfänger und wollte auch mal nochmal so einen Film drehen. Nicht mit dem Teil, das ist fertig. Da habe ich den Film schon gedreht. So, und jetzt weniger Teile. Das Ding, der Land Cruiser, 2800 Teile. Und jetzt baue ich Kreateur den Fiat 500 auf 960 Teile. Weil das ist weniger Arbeit, weil ich ja, es ist April 2020 und wir haben die Corona-Krise und ich muss ja auch teilweise gucken, wo ich mein Toilettenpapier herkriege. Ich bin auf der Jagd nach Toilettenpapier, weil ich nichts gehortet habe und jetzt gucke ich, wie ich da das mal zusammenkriege. Kann ich natürlich auch nicht keinen Urlaubsfilm drehen. Ja, Veranstaltung kann ich nicht drehen, kann eigentlich nichts drehen. Vielleicht müssen die Gegend irgendwann mal, gucken wir mal. Na, oder ich brate mal einen Schnitzel. Können wir uns auch angucken. Gut, das ist der Fiat 500. Andere Technik, ne, das Kreateur, das ist eine andere wie eine Technik. Es sind auch andere Steine bei. Die Techniksteine, die hierbei sind, sind nicht hierbei. Natürlich die Fliesen, wo auch hier ist für den Kofferraum und für die Seitenteile, ganz klar. Aber den Fiat, den fand ich auch richtig toll. Hier sind die Kisten, die braucht man, wenn man baut. Das sind die ersten Tüten, 1 und 2. Ja, je 3 war das, glaube ich. Aber guckt euch mal an, der Motor, richtig süß, finde ich gut. Keine Lenkung drin, kein Technikmodell halt, ne? Aber macht auch Spaß. Und hier, das fand ich auch eine richtig tolle Sache. Wo ist das Gerät? Hier sind auch tolle Klemmbausteine dabei. Hier zum Beispiel so ein Steinchen hier. Da kriegt man hier den Winkel hin. Also ich finde das gut. Der Fiat sieht jetzt schon gut aus. Weil das sieht halt auch wieder wie Lego aus. Aber auch wird auch ein schönes Auto. Und das sollte auch ein bisschen wie Lego aussehen, weil das Lego halt ist. Macht auch wieder richtig Spaß, würde ich sagen. Ja gut, weniger Teile, mal ein kleines Teil. Finde ich jetzt auch für einen richtigen, ganz neuen Anfänger vielleicht auch besser, der jetzt erstmal ausprobieren muss. Würde ich mir vielleicht erstmal so ein Teil holen, als hier so eine Defender-Technik damit, die 3000 Teile oder 2800 Teile. Hier wieder eine Anleitung bei, so ein Stoffdach. Und hier, ja, Held der Steine bei YouTube. Deine Aufkleber auch dabei. Da regt er sich immer auf. Boah. Naja. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen was erzählt. Ich baue mir nachher mal ein bisschen weiter. Und dann hoffen wir, dass die Krise bald vorbei ist. Dass wir wieder im Urlaub fahren können und da auch schön drehen. Ah, gut, da müssen wir halt alle durch. Was will man machen? Aber es, wenn einer Langeweile hat, kauft euch einfach Lego. Ich habe damit angefangen. Ich finde das eine tolle Sache. Da gibt es auch noch andere tolle Sachen. Ich werde mir auf jeden Fall noch was kaufen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, guckt euch das Teilchen an. Ja, so sieht es erstmal aus. Ja, wir sehen uns. Ich baue noch ein bisschen weiter, dann sehen wir uns weiter. Dann schwätze ich euch wieder voll, weil ich ja wohl die Schwätzer bin. Ja, gut. Ja gut, schreibt ruhig rein. Gefällt euch nicht oder doch. Oder du hast keine Ahnung. Wenn ich keine Ahnung habe, ich habe keine Ahnung. Und ich mache das wie mit Hotels. Ein Hotelfachmann und sag hier, boah, und das ist schön, mach ich so einen Tester mit dem Stäbchen. Und hier, das ist, ich mache Hotelfilme, fahr dahin, mach meine Meinung. Von Kochen habe ich auch ein bisschen Ahnung, ob das Essen gut ist, wie mir das so gefällt. Ich bin schon viel im Urlaub gefahren. Ich beurteile alles als Anfänger. Ganz einfach. Ne? Gut, dann schaue ich mir weiter. Aufkleber, ich, also mir macht das nichts aus. Hier der Tacho. Wenn ich den Tacho finden würde, das ist gedruckt, dann versteht ihr, was der Held der Steine meint. Der meint Drucke, hat er vielleicht auch recht. Der Brick Story meint das auch. Ja, wo ist der Tacho? Da finde ich natürlich nicht. Der ist, glaube ich, bedruckt, das weiß ich aber nicht ganz genau. Achso, hier können wir uns nochmal angucken. Da gucken wir uns sowieso nachher an, wenn der fertig ist. Finde ich auch schön mit dem Koffer. Also toll.
ist auch viele Steine noch zu machen. Hier kommen Rädchen. Aber das gucken wir uns nachher an. Ihr könnt euch gerne auch die Fachmänner-Dinger angucken. Die gucke ich mir selber an. Aber ich merke mir die Steine nicht und übe da nicht. Fliesen. Fliesen kann ich. Das sind Fliesen. Wo sind die? Das Fliesen. Und da gibt es noch hier englische Wörter für die ganzen Steinchen da. Naja, warten wir es ab. Also, bis nachher noch mal ein bisschen weiter gebaut werden. Dann gucken wir uns auch die nochmal richtig an. Ja, jetzt habe ich mal wieder so einen Sitz, Vordersitz zusammengebaut. Der hat wieder Spaß gemacht. Und so viele Teile braucht man für so einen Sitz. Ne? Also ist auch nicht wenig. Aber auf jeden Fall leichter als dieses andere Technikteil. Dieses Land Cruiser war richtig viel mehr Maloche. Aber für den Anfänger, ich würde empfehlen, erstmal gucken, so ein Teil kaufen. Das Ding kostet 80 Euro. Ne? Und würde ich erstmal mit anfangen. Also ich war ja entschlossen, Lego zu machen und habe diesen Land Cruiser gebaut. Ja, aber das ist auch hier ziemlich locker und ich finde das auch richtig toll. Ne? Hier sitzen, ne? Schöne glatte Fliesen, da weiß ich ja wieder Fliesen. Ja, diese Teile, da brauchen wir ein paar Minütchen. Ne? Dann geht es weiter. Schauen wir mal, da sind auch ein paar Anmerkungen immer hier, was man nicht falsch machen darf. Vielleicht auch hier diese Drehung, hatte ich beim Land Cruiser auch mal falsch gemacht, musste ich auseinanderbauen. Hier vielleicht nicht so gefährlich, aber bei so ein großes Technikteil, da muss man schon drauf achten, auf jeden Fall. Naja gut, weiter geht's. So. Zeige ich euch mal die nächsten Bauschritte, die ich gemacht habe. Die Sitze sind fertig. Schön, hat auch wieder Spaß gemacht. Hier mit den schönen blanken Fliesen hier. Ja, Armaturenbrett. Armaturenbrett, wieder ein Aufkleber. Ne? Kann man hier sehen. Aufkleber. Hier Lenkrad zusammengebaut. Kleine Ding. Kann ich euch mal zeigen auch. Das waren die Bauschritte für so ein kleines Lenkrad. So, dann kommt das hier rein. So, klemmen. Oh, ja, das ist doch wohl super schon wieder. Ja gut, ich habe jetzt mein Handy hier mal mitgenommen, weil ich jetzt momentan das Display nicht sehe, vor der Kamera. Da habe ich das mal hier ferngesteuert über das Handy. Ja. Dann mache ich mal weiter. Dann bis gleich, würde ich sagen. Ja, wieder weitergekommen. Türen gebaut. Rückfenster. Ne? Hier hatte ich einen Fehler gemacht. Ja, und der Fehler war optimal, weil ich jetzt eben das Gelenk falsch rumgebaut hatte. Muss die Tür wieder auseinanderbauen. Sollte man doch schon drauf achten, was hier steht. Und ich war wieder eben ein bisschen übermütig und dachte, komm, zack, 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 und war nicht zack, zack, zack. Ne? Auch schön gemacht, ne, würde ich sagen. Jetzt auch nicht mal einfach so eine doofe Tür, so richtig schön mit den Griffen hier. Das soll wohl der Türöffner darstellen, so würde ich sagen. Gut, die Türen kommen hier ran. Zack, passt. Hier so. Also passt auch. So, das Rückfenster ist auch wieder mit so einer Klemmvorrichtung hier, wie die Sitze auch, die haben auch so Klemmvorrichtungen. Ja, jetzt würde natürlich die ganzen Lego-Fachmänner, das heißt ja so und so. Gut, ich habe ja wie Anfänger und ich will das als Anfänger auch zeigen. Der Lego-Anfänger halt. So, das kommt hier rein. So. Dann haben wir die nächsten Tüten. Jetzt ist mir was runtergefallen, da kriege ich eine Krise. Hebe ich gleich auf. Dann haben wir die nächsten Tüten, die Dreiertüten. Das waren jetzt auch je zwei Stück. Einser waren je zwei Stück. Und die Zweier zwei Stück und zwei noch kleine Tüten immer da drin noch. So, ja, dann geht's weiter. Wir können dann nochmal einen Kaffee trinken. Gehen und dann weiter bauen. Ja, ich finde das ja toll, ne? Ich bin richtig Lego angesteckt. Huch, da war die Tür falsch drinne. So, da ist das schöne Stück fertig.
Nö, das war richtig gut, hat Spaß gemacht, wenig Probleme. Ja, mit den Türen hier hatte ich mal gesagt, gerade schön Köfferchen, Motorhaube. Dann fahren wir weg. So, das Fenster. So, wunderbar. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Sieht knuffig aus. Ersatzrad ist auch da drin. Ja. Nö, das war eine gute Sache, würde ich sagen. So. Innen drin ist auch schön mit den Sitzen. Kann man auch zurückklappen. Nee, also wer noch nicht genau weiß, ob er so Lego bauen möchte und nicht so sicher ist, da holt sich erstmal so ein kleines Ding, das kostet 80 Euro. Ne? Ist natürlich von einer anderen Bauweise, kein Technik, kein Akteur. Anders zu bauen wie Technikteile, andere Teile drin. Nö, aber das hat auch Spaß gemacht. Gibt es auch schöne Sachen. Ein T1, VW Käfer, Mustang. Da gibt es auch noch schöne Technikmodelle, die werden wir sich auch mal anschauen. Ich würde es mal versuchen, wenn wir noch nie sowas gemacht haben. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir uns mal diese Fachmänner mal im Internet an. Da klicke ich mal kurz an. Da könnt ihr mal sehen, wie sie diese Fachmänner so Videos machen, die ich auch empfehlen kann. Oh, das ist der Pinsel. Den finde ich auch gut hier, die Staffelei. Jo. Na gut, dann bis gleich. Da gucken wir uns mal die Fachleute an, die sagen, genau der Stein hier. Muss ich auch manchmal sagen, manchmal bin ich immer nicht die Meinung, manchmal, ah, da kaufst du nicht oder das ist nichts oder hier. Das muss man selber entscheiden, aber ich würde mich auf jeden Fall so Sachen auch angucken. Ich gucke mir natürlich, abonniere sie auch meistens. Na, dann schauen wir jetzt gleich mal an. Alles schön. Schön. So, bis gleich. Ich mir selber angucke von Lego. Also Fachmänner, nicht so wie ich. Das mal erklärt, wie das kein Fachmann macht. Gut, das ist meine Seite. Ich habe viel Urlaubsfilme gemacht. Früher im Dorf angefangen zu drehen. Dorf TV Flühen. So, jetzt machen wir erstmal Held der Steine. So, das ist der Held der Steine. Ist auch für mich der Kritiker Nummer 1. Der ist sehr kritisch. Ne? Und also muss ich echt sagen. Ne? Das kann ich. So, machen wir mal hier. So. Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen. Von Europa hier in meinem Wunder. Der ist Händler, jetzt kein Sammler. Also ist Verkäufer. Hat so einen kleinen Laden in Frankfurt. Finde ich gut. Ich sage aber manchmal sehr, sehr kritisch. Ne? Macht auch ein paar andere Klemmbausteine. Andere Firmen aus Japan. Na gut, da stehe ich nicht so drauf. Center-Ding mit zwei Autos. Richtig. Da sind wir mal. Vier Figuren dabei. Könnt ihr euch angucken, zu empfehlen. Das ist ein Plus 5 Set. Also. So. Hier können wir nochmal gucken. Das ist ja ein Riesending. Glaube ich, das ist richtig teuer. Fanboys werden wieder keinen Spaß haben mit mir, wie jedes Mal. Das Ding ist ein riesiger Marketing-Gag. Und es ist kein besonders gelungener Marketing-Gag. Das gleich mal zum Anfang. Und es ist ein wahnsinnig teurer Marketing-Gag. Das sag ich ja, kritisch, sehr kritisch. Naja, gut. Pass auf. Könnt ihr euch angucken. Aber auch nicht schlecht. Habe ich Orbel abonniert. So. Brick Story. Das ist eigentlich für mich, das ist ein Student, der sammelt wie ein Wahnsinnigen. Der will auch ein Museum, will ein Buch schreiben, zeigt nie sein Gesicht. Also ist schon ein Fanatiker. Aber den sehe ich sehr gerne. Auf dem Häuschen bin ich aber dann gewesen, als Lego mit dem um die Ecke kam, was wir jetzt hier vor uns haben. Das ist die Lego Ideas Pirate Bay mit mehr als 2000 Steinen. Das Ding finde ich auch richtig gut. Für 200 Euro jetzt am 1. April 2020 erschienen. Würde ich auch nochmal bauen. Was soll man sagen? Es ist ein bisschen ein Kompromiss. Denn hier ist sowohl die Pirate Bay enthalten, die wir aus dem Fett, das überhaupt gedruckt ist, hier oben am auch tolle Sache, ne? Also man ist ja Spielkind. Gut, der ist auch nicht schlecht. Anschließend haben wir hier Lady Anker. Sie hat so eine Maschine. Also den mag ich am liebsten. Ne? Der ist auch Fanatiker und die Sache Held der Steine, es geht schon härter dran.
an der ganzen Geschichte, wenn mir was Lego nicht stimmt, was er meint oder so. Na gut, da muss aber auch jeder selber wissen. Ja, Klemmbau. Wie heißt er nochmal? Klemmbau-Lyrik gucke ich mir auch ab und zu mal an. Auch Sammler, glaube ich, kein Verkäufer. Gibt noch mehrere Leute, ganz klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und so schnell sehen wir uns schon wieder. Gestern Abend um 22 Uhr gab es eine News und da war die gerade mal Sekunden alt, beziehungsweise online. Da gab es schon die nächste von Lego. Sonst hätte ich die wahrscheinlich irgendwie auch zusammengefasst. Aber diese Zylinder, die dann hoch und runter wackeln. Viele blaue Pins, aber die sah man ja gerade eben zum Glück. Pins, sehen Sie, das ist ein Fachausdruck. Pins und da und hier. Verbaut wird. Ne, gut, das sind meine Tipps noch. Ich gebe mal noch einen Tipp. Also nach meiner Meinung, wer nicht genau weiß, ob ich Lego mache oder nicht, oder ich will aber versuchen, weiß nicht. Ich habe hier so ein Technikmodell. 29 Euro im Angebot gewesen, kostet sonst 40. Also wenn ihr nicht genau wisst, will ich so Lego-Technik machen, würde ich so ein Ding kaufen, da kann man nichts falsch machen für das Geld, wenn man da nicht so Spaß dran hat. Ich habe Spaß dran, wenn wir auch noch mehrere Teile kaufen. Also wäre hier vielleicht mal ein Tipp. Nach meiner Meinung. Ich habe den jetzt auch noch nicht zusammengeholt, habe ich mal mitgenommen. Ne? Ich wollte Blumen kaufen, da habe ich mir Lego gekauft. Na gut, da war es alles. Ich weiß nicht, ob ich noch mal was drehe. Ich würde lieber im Urlaub fahren und einen Urlaubsfilm drehen. Ganz klare Sache. Aber die Filme haben mir Spaß gemacht. Man kann momentan sowieso nichts anderes machen. Ich bleibe Lego-Fan. Wie lange weiß man alles nicht. Man hat mal Wasserski gefahren, mal Snowboard. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gesunde Zeit in der Corona-Zeit. Dass nichts passiert, dass alles mal wieder locker ist. Dass ich wieder im Urlaub mal ein bisschen Hotel filmen kann und so. Na gut. Das war's dann. Auf Wiedersehen. Ich sag ja, man sollte mal einfach mal googeln danach und dann das Bild daneben.